Guten Morgen, Leute, aus einem komplett verregneten Köln. Was ist hier denn los? Ich bin gerade auf dem Weg in unser neues Büro in die Base und heute werde ich mal wieder im Dinnerstag eure Fragen beantworten. Unter anderem auch dazu, was ist denn mit dieser 500.000 Euro Strafe angeblich wegen meiner Artikel 13 Videos auf sich hat. Aber jetzt ist erstmal in die Base, denn ich habe noch eine Minecraft-Aufnahme vor mir. Langer Tag heute hier in der Base, Leute. Wir haben einiges an Minecraft aufgenommen und es macht mir einfach mega Spaß. Das ist damit, womit ich auf YouTube angefangen habe und irgendwie habe ich dieses Jahr wieder genau zu diesen Anfängen, zu diesen Basics zurückgefunden. Nächste Woche starte ich auch noch Minecraft Zuru mit 100 Teilnehmern, was dann vielleicht so ein bisschen das Varo-Feeling wieder herbringt. Mal schauen. Aber ja, cool einfach, dass mir hier das ganze Gaming-Ding immer noch Spaß macht. Was mir nicht so viel Spaß macht, sind solche Briefe wie dieser hier. Das ist der angesprochene Brief von der Landesmedienanstalt, in dem eben auch die 500.000 Euro Strafe angesprochen wird. Ich habe ihn hier mal professionell an die nötigen Stellen zensiert, den Rest darf ich euch aber vorlesen. Und genau das habe ich auch heute hier im Video vor. Es geht um Artikel 13, es geht um Video, was ich dazu gemacht habe. Und ich bin noch nicht der einzige YouTuber, der so einen Brief von der Landesmedienanstalt bekommen hat. Das Ganze ist schon einige Wochen her und eigentlich wollte ich das Thema einfach nicht so an die große Glocke hängen. Aber dann hat am Wochenende Rezo ein Video gemacht, in dem er anhand von vielen Beispielen belegt, was alles so mit der CDU schiefläuft. Und vor allem auch, was das für Konsequenzen für uns alle hat. Er hat dann auf Twitter gefragt, was wir wohl alle denken, was die CDU darauf antworten wird und ich habe ihm das hier geschrieben. War mehr so als Witz gemeint, aber der Kern stimmt natürlich. Ich habe so einen Brief bekommen mit einer Strafandrohung von 500.000 Euro. Und das alles, wie ich es auch in dem Tweet geschrieben habe, weil ich ein Artikel 13 Video gemacht habe und die Landesmedienanstalten meinten, wurdest du vielleicht dafür bezahlt, für so eine politische Meinungsmache, denn die ist verboten. Aber bevor wir darüber weiterreden, Leute, ich lese euch gleich den ganzen Brief vor. Ich möchte es aber, wie gesagt, nicht so an die große Glocke hängen, deswegen, dieses Video geht nicht nur darum. Dieses Video ist ein Dinnerstag, ihr kennt das bei mir, da beantworte ich mindestens einmal im Monat verschiedenste eurer Fragen hier im Video und deswegen, bevor es gleich an den Brief geht, ich weiß, es haben viele gefragt, aber es gab auch noch ein paar andere Fragen und die machen wir jetzt zuerst. Und die erste Frage heute, die kommt von Silaset geschrieben. Herr Dinnerstag, wer verlässt eigentlich als letztes die Base, beziehungsweise wer trifft als erstes ein? Und das, denke ich mal, das weiß ich selbst nicht, weil ich bin nur manchmal der Erste, wenn ich eine frühe Aufnahme habe, aber ansonsten, Robert. Moin. Wer ist sonst der Erste? Weißt du's? Oh, der Erste. Also meistens... Bist du meistens Hallo? Der Erste oder Timo? Oder Pascal. Pascal, Timo, würde ich sagen, ist immer Wettrennen jeden Morgen. Ja, manchmal sind die da, manchmal auch nicht. Das kommt immer ein bisschen drauf an, wie die so schlafen, glaube ich. Ja, aber ich habe da immer ein wachsames Auge. Von deinem Bett aus, oder? Von meinem Bett aus, genau. Ja, und dann irgendwann trudelst du ein, ja. So 10 Minuten später, ja. Der Felix. Und dann irgendwann die Kathi. Ja. Aber dafür bleibt die Kathi auch am längsten. Die Kathi bleibt am längsten. Naja, nee, das möchte ich mal sagen. Also du bleibst am längsten, oder? Aber ich ja. Komme nur so spät im Moment, weil wir morgens immer noch Gaming aufnehmen. Ja. Ich bin ja nicht im Bett dann. Nee, es ist nicht so, dass Kathi einfach schläft, sondern Kathi arbeitet, glaube ich, von allen hier für 25 Made. Mit Abstand am längsten, also Kathi ist auch immer nachts noch dran und so weiter. Aber wer jetzt hier als letztes die Base verlässt, das bin also definitiv ich am allermeisten. Ja, definitiv. Also ich glaube, gerade in den ersten Wochen gab es nur ganz ausgewählte Tage, wo ich mal nicht der Letzte war. Tim vielleicht nur höchstens, weil Tim hatte hier seine Unterkunft, seine vorübergehende Unterkunft. Hier in der Base. Hatte hier in der Base, ja. Nee, hatte in derselben Straße hatte hier ein Airbnb gehabt, weil er sucht gerade noch nach einer Wohnung. Und dann ist er abends immer gerne noch ein bisschen hier länger geblieben, also privat dann noch nicht mehr gearbeitet. Weiß nicht, er hat seine Schulsachen vorbereitet. Er ist gerade noch in der Schule. Er hat gestern seinen Vortrag gehalten oder vorgestern, ja? Ja. Er hat gesagt, es ist gut gelaufen. Über Pablo Escobar, aber bald hat er dann eben auch seine ganze Schulzeit fertig und abgeschlossen. Ich glaube, mündliche Prüfung noch, aber das fragen wir mal, wenn er wieder da ist. Und da freue ich mich auch sehr drauf, wenn Tim eben bald richtig Vollzeit mit mir zusammenarbeiten kann. Für die nächste Frage setzen wir uns mal rein jetzt in den Rennsimulator. Denn das ist eine Racing-bezogene Frage. Die kommt von Dinga. Hashtag Dinnerstag. Sind dieses Jahr Formel-1 Videos geplant, fragt er. Ja, das kann ich bestätigen. Sind sie nämlich. Ich weiß gar nicht, ob er das Formel-1-Game meint. Da werde ich auf jeden Fall genau hier nämlich zocken und Let's Plays davon machen, vom Karrieremodus. Habe ich mega Bock drauf, das Spiel kommt in den nächsten paar Wochen schon raus. Aber auch von der echten Formel 1 wird es Videos geben, denn ich werde bei mehreren Rennen dieses Jahr mit dabei sein. Auch eine Sache, auf die ich mich sehr, sehr freue.
Die nächste Frage kommt von Jonas. Er hat geschrieben, was habt ihr noch für die Base geplant? Kommt wieder Graffitis oder ähnliches? Im Hive hat mir das sehr gefallen. Ihr seht, wir sind gerade im Meetingraum hier in der Base. Der ist akustisch noch nicht fertig. Lampe muss auch noch aufgebaut werden, weil die jetzige, die finden wir einfach alle richtig hässlich. Aber die hier passt rein, die sollte auch ordentlich hell sein und so weiter. Und dann, wenn wir die Akustik gelöst haben, dann können wir auch hier einen Haken dran machen. Beim Meetingraum, ihr seht, das ist so eine Liste, die nur ich gemacht habe. Ja, es gibt noch mehr Sachen. Wir haben viel, viel zu erledigen hier in der Base. Wir haben einiges geplant. Und so langsam nimmt ihr auch endlich alles Form an. Ich kann sogar noch ein paar Kreuze hier machen. Warte, komm mal mit. Denn zum Beispiel Möbel haben wir eigentlich jetzt schon alles aufgebaut. Zack, dann hier Editing Setup für Tim und Felix. Wie ihr sehen könnt, das haben wir ja auch schon gemacht, noch gar nicht abgehakt. Zack, auch fertig. Base Logo ist fertig, wird uns jetzt aber noch zugeschickt. Das kommt dann nämlich an diese Wand hier ran. Und ihr seht, im letzten Video war, glaube ich, hier noch komplettes Chaos. Und jetzt ist das Chaos schon mal beseitigt. Aber an der Wand natürlich, da fehlt noch was. Was wir aber auch noch abhaken können, ist Alfies Chillbereich. Der ist jetzt hier leider gerade schon wieder zu Hause. Aber Haken bekommt er trotzdem, denn er hat hier so ein richtiges eigenes kleines Hundehäuschen. Mitten in der Base für sich alleine. Da liegt auch noch so ein Spielzeug, hat er selbst reingelegt drin. Und er hat ein Hundekissen bekommen. Das ist nur für ihn. Und allgemein versuchen wir in der Base überall so ein bisschen Petrol-Tupfer zu haben. Das finden wir als Akzentfarbe einfach ziemlich cool. Und ja, wenn ich hier so längs gehe, haben wir noch eine Sache. Denn die einseitige Spiegelfolie testen, das haben wir auch gemacht. Die hängt nämlich hier, aber die ist Mist. Die machen wir wieder ab. Das ist so, dass von draußen spiegelt und von hier drin ist ein bisschen dunkler. Aber so cool finde ich nicht, ist auch ziemlich teuer. Die haben wir jetzt hier kostenlos gehabt zum Testen. Also wie ihr sehen könnt, es geht voran und wir haben auch noch weitere Pläne eben. Zum einen bauen wir demnächst da hinten unser richtiges Fotostudio auf für Speaking-Produkte und auch Videos kann man da halt gut drehen. Dann werden wir die Abstellflächen hinten mit Vorhängen zumachen, dass das Ganze einfach cleaner aussieht. Und hier vorne im Eingangsbereich entsteht praktisch so eine Art Speaking-Showroom. Also nicht falsch verstehen, das ist jetzt kein öffentlicher Bereich hier. Ihr könnt leider nicht hierher kommen. Da halte ich euch bisher ja auch sehr gut dran. Vielen Dank, weil das ist einfach hier unsere Bürofläche. Hier arbeiten wir, hier produzieren wir Videos und deswegen kann das einfach kein öffentlicher Ort hier sein. Aber auch für uns selbst, für unsere Mitarbeiter ist es einfach cool, wenn man halt so einen Showroom hat und wenn man hier reinkommt, sieht, ah okay, das haben wir alles schon gemacht. Wenn wir Kunden hier haben, ist es wichtig, dass sie sehen, was wir alles machen, dass es cool aussieht und dafür bauen wir eben so eine Art Showroom, der glaube ich sehr, sehr cool am Ende aussehen wird. XtortiXD hat jetzt nochmal eine persönlichere Frage gestellt und zwar, inwieweit lebt es sich, wenn man viel mehr Geld/Möglichkeiten hat als die Geschwister? Sind sie neidisch? Also ich glaube, das muss man sagen, erstmal ganz klar, so Geld ist nicht alles. Und meine Geschwister, ich habe ja viele, manche gehen noch zur Schule und der Rest studiert und die sind alle auch sehr erfolgreich mit dem, was sie selbst so machen. Eine Schwester von mir ist zum Beispiel gerade in Südamerika und studiert dort. Ich schicke uns auch immer in unsere Familiengruppe krasse Bilder von, wo sie überall ist. Einer meiner Brüder arbeitet neben dem Studium bei einem Fußballverein und hat da eine richtig coole Aufgabe, finde ich. Also bei all meinen Geschwistern ist es eigentlich so, dass ich immer mir denke, wenn ich sehe, was sie machen, boah krass, so was sie alles erreichen, was sie alles tun und da denke ich jetzt gar nicht so drüber nach, oh, ich bin ja irgendwie der Einzige, der irgendwas erreicht hat, weil das ist halt Unsinn. Ich habe halt viel Glück gehabt, dass ich diesen YouTube-Job hier machen kann, dass ihr mir zuschaut und da bin ich auch extrem dankbar für, aber das würde ich niemals irgendwie da drüber stellen, was meine Geschwister so erreichen, sondern ganz im Gegenteil bewundere ich eher viel das, was meine Geschwister eben erreichen. Und ja, ganz klar gibt es Situationen, wie jetzt zum Beispiel Reisen, so, die nur ich jetzt bezahlen kann, aber das finde ich ist ja eben das große Privileg, dass ich meine Familie dann auch mitnehmen kann, wie zum Beispiel die große Asienreise, die ich mit meinem Bruder gemacht habe. Das ist halt mega cool, dass es so halt für uns alle möglich ist, oder auch wenn ich meine Familie zu einem Rennen einlade und alle da sind, so, weil was ich nicht so viel habe, ist Zeit. Ich habe halt super viele Termine, bin sehr selten zu Hause und sehe meine Familie dementsprechend relativ wenig und deswegen jeden Tag, den wir zusammen haben, genieße ich sehr. Und dann, ganz ehrlich, haben wir andere Themen, als über Geld zu sprechen. Für die nächste Frage bleiben wir aber beim Motorsport, denn die Jess hat gefragt, Herr Tag, bezüglich Thema E-Motorsport. Wie kann es möglich sein, in Zukunft Motorsport klimaneutral zu gestalten? Ich meine nicht nur die Autos, sondern insbesondere auch Logistik, Transport, Technik etc. Gerade du dürftest ja wegen deines Hobbys immer wieder Kritik erfahren. Ja, das habe ich. Ihr wisst ja, ich fahre ja selbst auch Rennen. Und in Zeiten des Klimawandels ist das natürlich eine Sache, die viele Leute nicht gut finden, weil man fährt Autos im Kreis nur zum Spaß haben, nur aus sportlicher Sicht. Es ist definitiv nichts Lebensnotwendiges, was man da macht. Sie schreibt richtigerweise auch dazu, dass Logistik, Transport, Technik und so weiter auch eigentlich noch das viel größere Problem sind, weil selbst wenn wir da mit E-Autos fahren würden im Kreis, was vielleicht übrigens demnächst nochmal ein richtiges Thema werden könnte, aber dazu wann anders mehr. Aber selbst bei E-Autos, die größte Umweltbelastung eben entsteht, weil der ganze Zirkus, also die ganzen Teams, die Mechaniker und vor allem die Zuschauer, die überall herkommt, die reisen ja alle an und das ist die größte Umweltsünde, aber nicht nur beim Motorsport, sondern bei fast jeder großen Sportveranstaltung. Also jedes Bundesligaspiel, jedes Wochenende hat so eine miese Umweltbilanz, weil all die Leute halt da hinkommen müssen. Energiekosten von so einem Stadion auch sind riesig hoch, also Sport einfach braucht man ja nicht. Also natürlich laufen gehen so ein bisschen, dass man aktiv bleibt, ja, aber ich meine eben so Zuschauersport, also dass Sport zelebriert wird und solche Ereignisse, das ist ja nicht lebensnotwendig, also absolut nicht. Das ist alles nur zum Spaß und zwar zum Spaß im Endeffekt von uns allen und das ist nicht gut für die Umwelt. Naja, wie man das in Zukunft klimaneutral gestalten könnte, fragt sie ja, ach, klimaneutral,
Das wird, glaube ich, schwer, dass man es komplett neutral gestalten kann. Aber ich glaube, in allen Bereichen müssen wir eben versuchen, besser fürs Klima zu werden, weniger auszustoßen. Und für mich bedeutet das nicht, dass man überall verzicht, man darf nichts mehr machen, sondern es sollte intelligente Lösungen geben. Es sollte Anreize für die Wirtschaft geben, intelligente Lösungen zu erforschen. Und wie macht man das? Zum Beispiel eine CO2-Steuer. Da muss man ein bisschen Stellschrauben dran haben, damit es nicht die falschen Leute trifft. Aber da gibt es von Experten auch gute Vorschläge. Und ich glaube, sowas führt eben dazu, dass Unternehmen sich denken, hey, wir sparen Geld, wenn wir was Gutes für die Umwelt tun. Lass uns das mal machen, und wenn das genug tun, dann haben wir, glaube ich, große Innovationskraft in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt, um dieses Problem, was die ganze Menschheit betrifft, irgendwann zu lösen. Womit wir es nicht lösen, ist Verbote jetzt und gleich. Du darfst jetzt nicht mehr in Fußballstadion gehen, du darfst jetzt nicht mehr mit dem Auto in den Kreis fahren bei Rennen. Das wird im Großen und Ganzen halt nichts ändern. Es braucht halt ganzheitliche Lösungen. Und ja, nach der guten Frage aber hat sie nochmal das Recht, noch eine Ansage zu machen. Denn sie schreibt in einem zweiten Tweet, #Dingerstag, keine Frage, aber mach mal eine Ansage, geht wählen. Das mache ich auch, Leute, das habe ich ja schon in einem der letzten Vlogs gemacht. Geht wählen, am Wochenende sind die Europawahlen, am Sonntag, den 26. Mai. Ich selbst habe schon per Briefwahl abgestimmt, beziehungsweise bringe die Unterlagen jetzt gleich noch zur Post. Hier vorne liegt schon an der Tür bereit, damit ihr es nicht vergessen, hier der Wahlumschlag, der Wahlbrief. Denn ich werde am Sonntag gar nicht da sein, zwar in Europa, aber auch nicht in der EU. Deswegen habe ich so schon mal abgestimmt. Falls ihr nicht da seid, habt ihr hoffentlich schon abgestimmt. Falls ihr da seid, geht wählen, einfach am Sonntag. Findet online alle Infos in egal welcher Stadt ihr seid, wo ihr eben wählen gehen könnt. Demokratie ist nicht nur ein schönes Wort, sondern ist dafür verantwortlich, dass wir so leben können, wie wir leben. Und es ist unsere Pflicht als Bürger, als Wahlberechtigte, zumindest eben zu den Wahlen immer ordentlich auch wählen zu gehen. Verschwendet eure Stimme nicht, macht euch ein paar Gedanken und dann geht einfach wählen. Okay, Leute, irgendwie hat das jetzt alles viel länger gedauert. Ich verquatsche mich immer. Deswegen machen wir die letzten drei Fragen nochmal im Schnelldurchlauf, die ich rausgesucht habe. Und dann widmen wir uns natürlich hier dem Brief endlich. Also ja, die erste kommt von @texas63. Hey, #Dingerstag. Wie stehst du zu Deutschland? Könntest du dir vorstellen, auszuwandern? Ja, könnte ich. Ich denke immer schon mal wieder drüber nach. Ich habe viel von der Welt gesehen. Ich weiß, was wir alles Gutes in Deutschland haben. Aber so viel Paragrafenreiterei, ziemlich viel Bürokratie, zu viel Regen. Also es gibt schon Argumente auszuwandern, aber vielleicht. Ich möchte es nicht ausschließen und jetzt für die nächsten 2-3 Jahre steht es auf jeden Fall nicht auf meinem Plan. Dann die nächste Frage von Tom. Hey, #Dingerstag. Finde die neue Mein nächstes Auto Serie richtig cool, aber planst du also nicht mehr von Mercedes ein Auto zu leasen? Viele Grüße. Nein, plane ich nicht. Also ausschließen möchte ich es nicht. Kann auch sein, dass es passiert, wenn mich irgendein Auto jetzt noch richtig von Mercedes überzeugt. Aber grundsätzlich ist ganz klar mein Plan, nach so vielen Mercedes-Autos jetzt mal was ganz anderes zu machen. Was ich mir aber vorstellen könnte, ist, dass wenn ich mir, sag ich mal, ein extremes Auto hole, also einen reinrassigen Sportwagen oder sowas, dass man dazu dann vielleicht manchmal noch einen Alltagswagen bräuchte. Und dafür könnte dann auch nochmal ein Mercedes in Frage kommen. Aber ich habe eigentlich keinen Bock auf zwei Autos. Also eigentlich geht das nur, wenn Kathi dann Mini abgibt und stattdessen Mercedes nimmt. Also mal schauen, das war übrigens ihre Idee. Also ich force hier kein Auto auf Kathi, sondern das war ihre Idee. Also mal schauen. Aber damit kommen wir zur letzten Frage vor dem Brief. Und zwar kommt die von Marco, der gefragt hat, was sagst du eigentlich zu dem Thema inkompetente Politiker, besonders bezogen auf das Video von Rezo? Ja, also gerade zu Artikel 13 habe ich ja sehr, sehr viel gesagt, auch im Fernsehen bei Maybrit Illner, und ich glaube, da habt ihr alle schon einen ganz guten Eindruck bekommen, was ich davon halte. Bei denen schaffen sie den Eindruck, dass sie gerade als CDU eine perfekte Lösung haben, aber das ist leider eine Scheißlösung. Das funktioniert vielleicht für manche Plattformen YouTube, aber bestimmt nicht fürs ganze Internet. Ich sag nicht, dass das gut findet, dass sie zugestimmt hat, aber sie können nicht sagen, die SPD hat zugestimmt und ich von der CDU, wir haben damit nichts zu tun. Nee. Also, ist bei mir echt nicht so häufig, dass ich mich so aufrege. Eigentlich immer nur, wenn ich etwas, sag ich mal, richtig unfair finde oder wenn Unwahrheiten verbreitet werden. Das ist einfach, wenn ich weiß, dass eine Sache nicht stimmt, aber andere Leute halt im Endeffekt eine Lüge erzählen oder es vielleicht nicht besser wissen, aber es so erzählen, als ob die Wahrheit wäre und andere Leute es glauben. Ah, das finde ich einfach richtig schlimm. Das ist auch das, was mich an der ganzen Artikel 13 Debatte so aufgeregt hat. Deswegen habe ich mich auch so dafür eingesetzt. Aber im Zuge dessen habe ich auch diesen Brief eben von der Landesmedienanstalt NRW bekommen. Jetzt geht es also endlich um den Brief. Die Landesmedienanstalt NRW, ihr müsst euch das so vorstellen, das ist sozusagen die Medienaufsicht. Die kümmern sich darum, dass im Fernsehen alles ordentlich läuft und YouTube und so weiter gehört auf jeden Fall auch dazu. Die vergeben Rundfunklizenzen zum Beispiel. Und in Deutschland ist es so, dass jedes Bundesland halt seine eigene Landesmedienanstalt hat. Also manchmal sind die auch zusammengelegt, aber es gibt halt viele verschiedene. Für mich als Kölner sind eben die NRW-Leute zuständig und in diesem Brief steht erstmal YouTube-Kanal, Doppelpunkt, Felix von der Laden. Anhörung nach § 28 VW VFG NRW wegen eines möglichen Verstoßes gegen § 7 Absatz 9 RStV I.V.M. § 58 Absatz 3 RStV. Sehr geehrter Herr von der Laden, die Landesmedienanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen ist gemäß § 59 Absatz 2 Rundfunkstaatsvertrag vom 31.08.1991 in der aktuellen Fassung in vollem I.V.M. Um diesen Brief überhaupt zu lesen, musst du halt immer wieder einfach eine Abkürzung erstmal googeln, um das zu verstehen. Das ist halt richtig so
Behördendeutsch. Auf jeden Fall Paragraph 1, Absatz 1, Telemedienzuständigkeitsgesetz, TMZ-Gesetz heißt es ab hier wohl, vom 29.03.2007 in der aktuellen Fassung die zuständige Aufsichtsbehörde für Telemedien für das gesamte Land Nordrhein-Westfalen. Punkt. Wer hat jetzt überhaupt irgendwas verstanden? Wenn man diesen Absatz durchgelesen hat, musst du erstmal wieder vorne anfangen und gucken, was es überhaupt heißt. Weil das heißt erstmal, jo, wir sind zuständig und deswegen, wir kümmern uns gerade mal. Naja, so ist das eben. Wir müssen auch, Leute, ich reg mich jetzt nicht hier über die Landesmedienanstalt auf, ich reg mich auf jeden Fall nicht über irgendeinen einzelnen Mitarbeiter auf, die machen alle nur ihren Job und es ist ein sehr wichtiger Job. Die sorgen dafür, oder sollen dafür sorgen, dass wir hier in Deutschland eine Medienlandschaft haben, wo nicht jeden Tag Hetze verbreitet wird, wo die ganze Zeit Schleichwerbung gemacht wird und so weiter. Also ist schon gut, dass wir die haben. Was sie jetzt weiter schreiben ist, nach Paragraph 58 Absatz 3 RSTV gelten für Telemedien mit Inhalten, die nach Form und Inhalt fernsehähnlich sind und die von einem Anbieter zum individuellen Abruf zu einem von Nutzer gewählten Zeitpunkt und aus einem von Anbieter festgelegten Inhaltekatalog bereitgestellt werden, in Klammern audiovisuelle Mediendienste auf Abruf, die Paragraph 7 und 8 entsprechen. Ich muss wieder überlegen, was das jetzt heißt. Im Endeffekt ist es wieder nur eine Rechtfertigung dafür, warum sie zuständig sind. Weil das, was wir auf YouTube machen, ist in irgendeiner Form genug ähnlich zum Fernsehen, dass die dafür zuständig sind. Also ja, gebongt. Die sind dafür zuständig, wenn ich irgendwas mache. Dann geht's weiter. Jetzt geht's langsam um meine Sache. Nach Paragraph 7 Absatz 9 Satz 1 RSTV ist Werbung politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art unzulässig. Das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Satz. Also der Rundfunkstaatsvertrag, der für alle möglichen Medien, auch für YouTuber, auch für Fernsehen gilt, der sagt, dass jegliche Werbung politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art unzulässig ist. Was ich daran nicht ganz verstehe, ist, die Kirche zum Beispiel, die haben ihren eigenen YouTube-Kanal, ne? Die heißt ja dieses Lara glaubt oder Jana glaubt oder irgendwie sowas, den die halt machen, um junge Leute zum Glauben zu bekehren. Dass das nicht, das müsste eigentlich nach RSTV verboten sein. Jetzt rede ich schon wie so ein Beamter hier. Nach RSTV Paragraph 7 Absatz 9 ist das aber nicht zulässig, ja, liebe Kirche? Nee, keine Ahnung. Die werden das wahrscheinlich anwaltlich geprüft haben, ob das irgendwie eine Lücke fällt, wo das geht. Aber politische Werbung darfst du jetzt so auch nicht direkt machen. Ich meine, Wahlwerbung ist ja auch erlaubt. Es muss wahrscheinlich alles ordentlich gekennzeichnet sein. Ich weiß aber nicht, ob die Kirche das macht. So oder so, jetzt geht's endlich wirklich, wirklich um mich. Die Landesmedienanstalten schreiben weiter. Uns ist das folgende Video in ihrem YouTube-Kanal Felix von der Laden aufgefallen, in dem sie Bezug auf die aktuelle Diskussion zu Artikel 13, in Klammern jetzt Artikel 17, der Urheberrechtsreform nehmen. Doppelpunkt. Und dann haben sie ja schön einen Link aufgeschrieben, den ich jetzt erstmal abtippen musste bei mir im Browser, ja. Kann ich leider nicht draufklicken, musste den ganzen Buchstabencode V gleich E T O J M J V L R 2 U abtippen. Habe ich auch gemacht und habe herausgefunden, es geht um mein Video zur Demo hier in Köln. Ich zeige euch mal kurz einen kleinen Ausschnitt davon. Guten Morgen, Leute, aus dem Hive. Heute gehen in ganz Europa über 100.000 Menschen auf die Straße, um zu demonstrieren. Gegen Artikel 13, denn viele Kritiker befürchten, dass die Meinungsfreiheit dadurch im Internet stark eingeschränkt werden könnte. Leute, mega krass, wie viel hier los ist. Die ersten Zahlen sind, über 10.000 Menschen demonstrieren hier friedlich, aber laut eben gegen Artikel 13 europaweit sind es wohl über 100.000. Ich glaube, das ist ein eindeutiges Signal eben an die Politiker, dass sie nochmal ein bisschen überdenken sollten, was sie dann in den nächsten Tagen eben entscheiden im Europaparlament. Aber wir haben jetzt hier nochmal ein paar Leute gefragt, warum sie eigentlich genau hier sind. Ich finde, wenn man hinter was steht, dann sollte man auch seine Stimme erheben. Jeder sollte wählen gehen, deswegen bin ich hier und kämpfe mit. Ich bin froh, dass ich in meinem Alter noch hier etwas für die Freiheit im Internet tun kann. Keiner hier ist gegen Copyright, wir sind einfach nur gegen die Umsetzung des Ganzen. Wir wollen tatsächlich mal politischen Aktivismus zeigen, weil das Internet doch sehr anonym ist und man immer nur vom PC sitzt. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, ist mal zu zeigen, dass wir nicht nur Bots sind. Anstatt einfach noch mal ranzugehen an diese Richtlinie und eine ordentliche zu machen. Ich bin stolz auf das Video, muss ich sagen. Es hat mir Spaß gemacht, das zu drehen. Es war für mich ein wichtiges Thema und ich habe halt versucht, das ordentlich rüberzubringen. Und als wir es hochgeladen haben und auch gute Resonanz hatten, war echt cool. Bis dann halt ein paar Wochen später dieser Brief hier kam. Denn bisher haben wir noch keine Strafe oder irgendwas hier gehört. Ja, wir kommen noch dazu. Erstmal wird es geschrieben, hierbei ist es insbesondere von Belang, ob Sie im Zusammenhang mit Herstellung und oder Verbreitung dieses Videos ein Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung Dritter erhalten haben. Also hier die Fragestellung jetzt. Ob ich dafür, dass ich das Video gemacht habe, irgendwie Geld bekommen habe oder irgendwas anderes. Kleiner Spoiler schon mal vorweg, habe ich nicht, ja, kein Cent. Ich habe das Video rein aus eigener Motivation, weil mir das Thema wichtig ist, gemacht. Natürlich habe ich, wie bei jedem anderen Video, was ich mache, auch das Werbung vorgeschaltet und daran verdiene ich Geld. Aber das ist nicht, worum es hier geht. Es geht ja nur darum,
ob jemand mir sozusagen Geld gibt und sagt, mach so ein Video. Das wäre was anderes. Aber die Werbung vom Video ist ja nicht von irgendwelchen Artikel 13 Leuten, sondern da läuft Werbung von irgendwem und ich habe auch keinerlei Einfluss darauf, von wem die da läuft. Also weiter im Text. Vor einer abschließenden Entscheidung über die erforderlichen Maßnahmen gehen wir hiermit nach § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz Nordrhein-Westfalen VWVFGNRW vom 12.01.1999, vom 12.11.1999 GV.NRW S.602 in der aktuellen Fassung Gelegenheit, sich zu den für eine Entscheidung erheblichen Tatsache zu äußern. Also ja, ich soll jetzt was dazu sagen. Habe ich auch gemacht, aber erst nachdem ich das Ende vom Brief hier gelesen habe. Und zwar geht es hier auf der zweiten Seite weiter mit: Ihre Äußerung erbitten wir ausschließlich schriftlich an die oben genannte Anschrift bis spätestens zum 23.04.2019. Also wie gesagt, schon ein paar Wochen her. Hatten da glaube ich gut 2 Wochen oder sowas Zeit dazu antworten. Und jetzt kommt eben das, was auch bei Herrn Newstime eben so brisant war. Sollte Ihre Äußerung in der vorgenannten Frist nicht eingehen, wird nach Aktenlage entschieden. Stellt die Landesanstalt für Medien NRW nach § 29 Absatz 3 RStV einen Verstoß fest, trifft sie die zur Beseitigung des Verstoßes erforderlichen Maßnahmen gegenüber dem Anbieter. Der Erlass eines solchen Verwaltungsaktes ist mit Gebühren in Höhe von 50 bis 5.000 Euro verbunden. Und das ist nicht das ganze Geld, kommt noch. Also ich muss auf jeden Fall schriftlich mit so einem Brief hier antworten innerhalb von 2 Wochen. Sonst allein, weil ich das nicht mache, kann ich schon halt 50 bis 5.000 Euro dann Strafe geben, wenn ich das richtig verstehe hier. Wie gesagt, das ist wirklich kein einfacher Text, das ist richtiges Behördendeutsch hier. Und dieser Brief ging halt nicht nur an YouTuber wie mich raus, sondern diesen Brief haben so in der Form viele, viele verschiedene YouTuber bekommen. Große, aber auch kleine. Und gerade kleine YouTuber, die das nur nebenbei machen, die das nicht als Hauptjob haben, die haben auch definitiv nicht das Geld, so ein Ding hier erstmal zum Anwalt zu schicken und prüfen zu lassen, um zu gucken, oh Gott, die bekommen halt nur so einen Brief und denken sich, scheiße, scheiße, da steht eine riesen Geldsumme drin. Was soll ich machen? Ich lösche lieber alles. Das ist halt so ein bisschen das Problematische an so einem Text, finde ich. Aber gehen wir zum letzten Absatz über. Vorsorglich weise ich darauf hin, dass es sich bei der Verbreitung von nach § 7 Absatz 9 RStV unzulässiger Werbung politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art nach § 49 Absatz 1 Satz 2 Nummer 23 RStV zudem um eine Ordnungswidrigkeit handelt, die nach § 49 Absatz 2 RStV mit einer Geldbuße von bis zu 500.000 Euro geahndet werden kann. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen im Auftrag. Namen lese ich natürlich nicht vor. Tut ja auch nichts zur Sache, welcher Mitarbeiter das jetzt hier genau gemacht hat. Aber damit habt ihr es. 500.000 Euro Strafe kann es, also bis zu, kann es geben, wenn ich jetzt Geld genommen hätte von irgendjemandem. Wenn jemand gekommen wäre und gesagt hätte, hier, steck dir mal 2.000 Euro ein, dafür machst du jetzt so ein Video gegen Artikel 13 und ich das dann alles so gemacht hätte. Das ist eben der Punkt, so kam hier die 500.000 Euro Strafe ins Spiel. Und die Landesmedienanstalt, die denkt sich diese Strafe ja nicht einfach aus. So, die schreiben das auch nicht, um mir jetzt Angst zu machen oder so. Also das ist ja, das ist kein Drohbrief, das ist kein Brief, den die gemacht haben, um uns einzuschüchtern. Aber wie gesagt, nicht nur ich habe sowas bekommen, auch kleine YouTuber haben das bekommen. Wenn du erstmal liest, jo, du könntest eine Strafe bekommen bis zu 500.000 Euro, dann kriegst du erstmal Schiss. Aber sowas von. Denn so eine Strafe kann Existenzen ruinieren. Und Gott sei Dank leben wir hier in Deutschland. Damit kommen wir wieder auf die Frage von vorhin zurück. Ich habe bisher, Gott sei Dank, nur recht gute Erfahrungen mit dem Rechtsstaat gemacht. Läuft bei uns in Deutschland natürlich auch nicht immer alles richtig, aber wenn ich mal in andere Länder schaue, da ist das viel, viel schlimmer. Und da ist der Unterschied zwischen Recht haben und Recht bekommen nochmal viel, viel größer. Ja, also nur, weil ich kein Geld hierfür bekommen habe, für das Artikel 13 Video, in Deutschland hoffentlich nicht, aber gerade im anderen Land so, könnte auch jemand entscheiden, doch, doch, du hast das dafür bekommen. Und hier zahlen wir schon die Strafe. Ach, kannst du nicht zahlen? Ach, hier, schön in den Knast gehen. Also das sind jetzt bisschen weiter hergeholte Sachen. Ja, hier in Deutschland, wie gesagt, müssen wir uns jetzt nicht so Sorgen machen. Ich habe einfach einen Zweizeiler zurückgeschrieben, in dem grob drin stand, ich habe kein Geld oder sonstige Gegenleistung für dieses Video bekommen. Alle meine Videos zu Artikel 13 habe ich rein aus Eigenmotivation erstellt. Mit freundlichen Grüßen, Felix von der Laden, ab in die Post, kam zu denen. Die haben uns dann auch per Mail, aber nicht mehr per Brief, irgendwie Briefverkehr war dann gegessen. Per Mail kam dann aber die Antwort, okay, also passt. Ich gehe da mal davon aus, dass diese ganze Sache halt daher kommt, dass Politiker wie zum Beispiel Daniel Caspari von der CDU, selbst in Interviews der größten Zeitung Deutschlands, einfach richtige Fake News verbreiten, indem sie sagen, Artikel 13 Demonstranten wurden bezahlt. Ja, an dem Tag, wo wir mit über 100.000 Leuten auf den Straßen unterwegs waren, wird so ein Interview veröffentlicht, um eben die jungen Demonstranten zu diskreditieren, sie klein zu halten, sie auf jeden Fall nicht ernst zu nehmen und eben so einen Vorwurf in den Raum zu stellen, dass, jo, die demonstrieren nur, weil die da, weil irgendjemand zahlt dafür. So eine richtige Verschwörungstheorie aufstellen. Das erinnert mich einfach krass an Trump. Also ich dachte immer, ich habe ja auch damals die Doku im ZDF gemacht über die Wahl in den USA und habe sehr genau verfolgt, was da alles passiert ist. Und ich dachte immer, boah, in Deutschland, wir haben es ja eigentlich noch relativ gut so. Bei uns ist es nicht so krass.
Aber genau solche Sachen, wie von Daniel Kaspari, Axel Voss hat auch ähnliche Statements gemacht, genau sowas zerstört unsere Demokratie. Das zerstört unser Vertrauen in die Politik. Das spaltet Lager, das spaltet uns alle. Wenn es nicht mehr um Fakten geht, sondern nur noch Meinungen irgendwie gegeneinander gehauen werden, das ist das Schlimmste. Das zerstört unsere Demokratie. Deswegen finde ich das so schlimm, deswegen rege ich mich auch über sowas sehr auf. Über diesen Brief habe ich mich nicht so aufgeregt, weil Landesmedienanstalt, die sind nur die Ausführenden im Endeffekt. Die haben jetzt nichts Böses hiermit gewollt. Trotzdem scheiße, so einen Brief zu bekommen auf jeden Fall. Und nachdem die Diskussion jetzt noch so ein bisschen hochgekocht ist, habe ich deswegen euch das jetzt hier nochmal ein bisschen gezeigt, damit ihr wirklich wisst, was da genau geschrieben wurde. Und der Bogen jetzt zurück zur aktuellen Diskussion auch mit dem Video von Rezo. Da finde ich auch sehr, sehr problematisch die Reaktion von CDU-Politikern, die auch wirklich wortwörtlich von Fake News sprechen. Die sagen, dieser Junge verbreitet so viele Fake News. Das kann man doch nicht machen. Als Vertreter einer Partei, die eine Volkspartei sein möchte, so jemanden wie Rezo angreifen, der wirklich genau recherchiert hat und seine Punkte dargelegt hat. Das war ein Meinungsbeitrag, ja. Das war natürlich nicht neutral. Er hat seine Meinung, er hat die auch sehr genau und fundiert belegt und gesagt, warum er die Sachen so und so sieht. Ja, er hat vielleicht manchmal das Ganze ein bisschen alternativlos ausschauen lassen. Natürlich kann man sagen, wir in Deutschland haben es halt vergleichsweise gut. Wir haben eine geringe Arbeitslosigkeit und das alles ist eben auch ein Verdienst der Parteien, die lange, lange Zeit jetzt hier an der Macht waren. Eben auch SPD, CDU und so weiter. Aber das heißt nicht, dass die Kritik von Rezo nicht gerechtfertigt gewesen sei, denn das war sie. Absolut gerechtfertigt, gutes Video auch von Rezo. Und deswegen freut mich auch, dass es so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, dass es vielleicht nochmal ein paar Leute wachrüttelt, sich ihre eigene Meinung zu bilden. Und das sollt ihr selbst auch machen, vor allem wenn ihr wählen geht am Wochenende. Versucht alles zu betrachten. Ja, wir haben alle nicht genug Zeit, um uns mit allem ganz genau zu beschäftigen, aber versucht nicht einfach nur aus einem Impuls heraus irgendwas zu wählen, sondern euch ein bisschen Gedanken dazu zu machen. Und dann beschließen wir jetzt auch dieses Video, was glaube ich lang geworden ist, aber es gab einfach viel dazu zu sagen. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Vlog wieder, dann nicht aus Köln, sondern auf dem Weg zu dem Ort, an dem wir dieses Wochenende verbringen werden. Und die Racing-Fans unter euch werden auch wissen, wo das sein wird. Für heute war es aber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Drückt nach oben, wenn es euch gefallen hat. Aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen und macht's gut. Ciao, ciao.